Was passiert denn hier? Wir haben heute eine besondere Aufgabe für unseren Laborleiter Tim. Wir haben ihm 3 Weihnachtssmoothies mit verrückten Zutaten gemixt. Er soll die Zutaten erraten. Im ersten Smoothie sind Zimtsterne, Milch, Sardinen und Glühwein. Okay, dann probieren wir mal hier dieses. Okay, es sieht etwas lilafarben aus. Und riecht gleich streng nach Hefe. Oh Gott. Okay, Lebkuchen. Boah, es riecht sogar nach so einem eingelegten Fisch. Was ist denn dann die Farbe? Nee, ich werde sie nochmal trinken. Okay, also irgendwas mit Fisch, mit Lebkuchen, Milch, Zimt. Die Farbe. Was Weihnachtliches. Das vierte fällt mir nicht ein. Der zweite Smoothie besteht aus Spekulatius, Milch, Zimt, Tomatenmark und Oliven. Dann nehme ich jetzt mal den bräunliche Farbe. Breiige, stückige Konsistenz. Boah, das riecht auf jeden Fall stark noch. Wie ist das genau? Boah. Spekulatius? Okay. Das sind die Stücke wahrscheinlich, ne? Zimt. Das ist auch wieder Milch. Haselnüsse. Ja, es ist was Salziges. Was Salziges? Aber hier sind richtig krasse Nüsse drin. Oder irgendwas anderes. Ingwer. Apfel. Okay, das war's. Also grüne Oliven, Spekulatius, Zimt und Milch. Sehr lecker, muss ich sagen. Kommen wir zum letzten. Leicht beigefarben. Irgendwas riecht nicht, das riecht wie Gurken, so eingelegte Gurken. Senf, das war's. Das war das, was nach Essig gerochen hat und geschmeckt hat. Also Senf, Spekulatius, Lebkuchen und wieder Milch. Das war's. Der Favorit war eigentlich hier das hier mit Glühwein.